Herr Nipkauer, gestern war Einsendeschluss der Kleingarten-Olympiade. Wie war denn die Resonanz? Wir sind ganz überwältigt von der Resonanz. Wir haben weit über 100 Einsendungen und heute kommt nochmal ein großer Schwung, der noch in der Post ist. Wir haben eine ganze Menge entdeckt an Skurrilem, an Sehenswerten und an Interessanten aus den Cottbusser Gärten und aus den Gärten des Umlandes. Da wachsen nicht nur Kürbisse, Riesenkürbisse. Was wächst denn noch? Da wachsen Riesentomaten. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel einer fast 1 Kilo schweren Tomate. Wir haben Riesensonnenblumen. Wir haben Beispiele über 5 Meter. Wir haben große Zucchinis, die länger als einen halben Meter sind. Wir haben sogar einen Weinstock mit dabei. Mhm. Können Sie uns denn noch verraten, wer der Gewinner sein wird? Selbst wenn ich es heute wüsste, würde ich es Ihnen heute noch nicht verraten. Wir sind nämlich erst dabei, die ganzen Beiträge auszuwerten. Und Sonnabend um 11 Uhr vor dem Praktika in Galinchen werden wir dann sagen, wer gewonnen hat. Und am Montag können Sie es natürlich auch in der Lausitzer Rundschau nachlesen. Selbstverständlich können Sie das Ganze auch bei LTV begutachten. Einen möglichen Gewinner mit einem Umfang von fast 2,5 Metern können wir Ihnen, liebe Zuschauer, schon heute vorstellen. Der Kraft dreier starker Männer bedarf es, um dieses Prachtexemplar von der Stelle zu bewegen. Gezogen und geerntet in der Fischerstadt Peitz fanden wir den orange-gelben Koloss im Garten der Kolkwitzer Grundschule. Und selbstverständlich ging ein Foto des Prachtexemplars an die Lausitzer Rundschau, um an der Olympiade teilzunehmen. Nachdem wir die Ernte in unserem Garten eingebracht hatten, unter anderem Getreide, da fehlt uns eigentlich so ein richtiger Kürbis. Und da sahen wir in der LR dieses Bild von Frau Ursula Pitschitschka aus Peitz. Und eine Kollegin, die in Peitz wohnt, hat gefragt, ob sie uns den Kürbis überlassen würde. Und wir fanden das als eine ordentliche Bereicherung in unseren Räumen. Das ist ja sehr nett. Und was sind die anderen Gewächse hier? Dieses hier ist die Herkuleskeule, auch eine Kürbisart. Und das sieht man auch, dass das ein Kürbis ist, nur in einer anderen Farbe. Mhm. Was soll jetzt mit diesen Kürbissen geschehen? Also wir haben uns so gedacht, dass wir den großen Kürbis eventuell der Kindereinrichtung in Kolkwitz übergeben. Vielleicht soll daraus Kürbis gekocht werden oder wir lassen ihn antrocknen und werden ihn in unseren Räumen aufbewahren, weil es wirklich eine Attraktion ist und ich glaube, das ist der größte im Spree-Neiße-Kreis. Über 100 Hobby- und Kleingärtner beteiligten sich an der vegetarischen Olympiade der Rundschau und des Praktika-Baumarktes Galinchen. Dort werden am Samstag nicht nur die Sieger gekürt, es geht auch sonst pflanzlich zu. Wir bieten Kleingärtnern an eine Pflanzentauschbörse für Pflanzen, kostenlos selbstverständlich. Die Kleingärtner können hier an unserem Markt ihre Pflanzen oder ihre Produkte vermarkten, kostenlos selbstverständlich. Und wir haben hier Frau Erika Krause, Moderatorin von Du und Dein Garten, die hier die Siegerehrung vornehmen wird, der Gewinner. Und noch vieles drumherum. Wir haben also auch einen Streichelzoo in unserem Mustergarten für Kinder, wo uns der Tierpark hier in Cottbus geholfen hat. Wir haben auf dem Parkplatz Feuerwehren, die also angefasst werden können. Und wir sind auch dabei zu organisieren, dass die besten, größten, skurrilsten Produkte aus dieser Olympiade vor Markt ausgestellt werden, sodass die Zuschauer auch sehen, worum es geht und was wir konkret hier gemacht haben. Um welche Uhrzeit soll es losgehen? Es geht gegen 10 Uhr los, um 11 Uhr ist die Siegerehrung. Was natürlich auch interessiert, das sind die Preise, die zu gewinnen sind. Wir haben also hier zum einen einen Rasenmäher der Firma Gardena, Benzinrasenmäher mit Vertikutierer. Das Gerät hat einen Verkaufspreis von über 1000 D-Mark. Wir haben einen Lawn Raker der Firma Black & Decker. Das ist ein Rasenlüfter, elektrisch betrieben, wo Sie das Moos aus Ihrem Rasen entfernen können. Auch ein wertvolles Markengerät. Wir haben unter anderem eine Ausschere der Firma Wolf Garten, auch ein deutsches Markenprodukt. Darüber hinaus haben wir noch mehrere Einkaufsgutscheine im Wert von 150 und 100 D-Mark, wo der Kunde selbst wählen kann, was er kauft. Und wir haben noch einen Gag und eine Überraschung. Und zwar gab es auch einen Einsender, der einen Hund mit auf seinem Foto hatte. Und speziell für diesen Hund haben wir einen Präsentkorb vorbereitet, wo alles drin ist, vom Fressnapf über Spielgeräte bis hin zu allen möglichen Varianten von Hundefutter, wo sich der Hund speziell freuen wird über dieses Geschenk von uns. Die Kletter- und Schlingpflanze Kürbis ist übrigens vielseitig verwendbar. Likör, Marmelade, Suppe, Kompott und manchmal kommt man mit seinen fruchtigen Gesellen auch in die hiesige Tageszeitung oder ins lokale Fernsehen.